Herzlich willkommen zu diesem Video, aufgezeichnet am Sonnabend, dem 20. Juni 2020, einige Stunden bevor die erste Bundesliga in den 33. Spieltag geht. Diese Eigenschaften des Spieltags, natürlich die Closing Stage, die Endphase, absolute Endphase der Saison. Aber diese gewisse Besonderheit, dass meistens ist es halt sommerlich bei schönem Wetter und meistens, also jetzt in den letzten Jahren, ist es halt immer so, dass alle Spiele zeitgleich ausgetragen werden, sodass eben irgendwie diese Vorfreude doch ein bisschen größer ist bei den meisten Anhängern des Fußballs. Ich weiß nicht, ob es nicht tatsächlich auch damit ein wenig zusammenhängt, dass man denkt, dann ist es auch bald vorbei und ein Glück oder so. Dann irgendwann mal muss halt was Neues kommen. Natürlich dann auch eine neue Saison, auf die man dann wieder, aber da haben wir dann die paar Wochen Zeit, wenn wir jetzt sehen, wie viele. Aber halt auch, ja, es muss irgendwann mal auch zum Abschluss kommen und so weiter. Und dieses, also ich meine, wenn man jetzt das ganze Jahr über sozusagen so ein bisschen mitgeht, mitfiebert oder so, dann geht es natürlich auch darum, dass man irgendwann ein Endergebnis hat. Und man könnte jetzt sich immer sagen, na, nächste Woche geht es wieder weiter, mal gucken, was dann rauskommt oder so. Irgendwann mal muss es halt zum Abschluss kommen, sonst könnte man sich da gar nicht so mitfreuen oder mitfiebern. So, also das sind so ein paar Aspekte nur, warum das halt ein bisschen besonders ist. Was noch besonders ist natürlich definitiv, dass ich jetzt sozusagen hier bei Twitch beginnen möchte und gut in, auf den Weg bringen möchte. Und wenn ich jetzt teilweise bei Viewzahlen war, schon von 600 bei den YouTube-Videos, also manche vielleicht sogar mehr, ich glaube, ich habe mal eins entdeckt, da waren 1800, ich gucke jetzt aber auch nicht so genau auf die Statistiken. Jedenfalls heißt das natürlich nicht, dass jeder dann einzeln oder vielleicht klickt einer zweimal oder was auch immer, ich weiß nicht, wie das dann gezählt wird genau, aber natürlich kommt dann jemand auch einfach nur mal so vorbei, findet den Titel vielleicht interessant und guckt es nur einmal irgendwas oder so und halt eine Minute oder wann der anfängt zu zählen und sagt dann, nee, ist nicht meine Welt und geht wieder raus und kommt auch nie wieder. Andererseits wäre jetzt natürlich die Möglichkeit, dass eben ich bei Twitch auch auf diese Anzahl von Followers oder wie es dann da heißt, halt komme, dass also sprich, dass die, alle, die sozusagen ein gewisses dauerhaftes Interesse, und da könnte man dann eben schon sagen, das geht durchaus hier in die guten 100 oder Abonnenten sind ja auch die Größenordnung von 600 oder mehr jetzt, dass also diese Zahl möglicherweise zu erreichen wäre. Nur müsstet ihr dazu sozusagen zuverlässig jetzt wissen, es kommt dann und dann oder ich bin dabei, beziehungsweise ich eben auch jetzt gewährleisten, dass diese Videos nicht nur aufgezeichnet werden und bei Twitch verfügbar sind, sondern auch hier bei YouTube halt dann reinkommen. Und ich habe jetzt heute ein bisschen geforscht, ich fühle mich dann immer ein bisschen auf mich alleine gestellt und halt so ein bisschen Dinosaurier, nee, wie sagt man da, nicht Dinosaurier, das ist ja schon vergeben hier, HSV, Dino. Letzte Dino ist aber weg. Jetzt ist Werder Bremen natürlich arg betroffen, dass sie dann ihre maximale Zugehörigkeit an Bundesliga-Jahren einbüßen. Möglicherweise schon heute, was ich natürlich absolut nicht weder vorhersagen noch wünschen würde oder sonst was. Auch nicht im Sinne der Spannung, aber auch sonst würde ich das Werder natürlich nicht wünschen. Aber dann, wenn es ein anderer ist, wünsche ich es dem auch nicht. Aber das eben Neandertaler ist das richtige Wort dafür. Also ich fühle mich sozusagen, ich merke das ja auch, wenn ich zu meinen Kindern nur irgendwas sage, die haben immer sofort den Begriff dafür und dann auch, sagen wir mal, diese englische Entsprechung und wissen sofort, worum es geht. Und dann fühlt man sich natürlich immer eine Generation halt zurück und man kann das eben auch alles nicht so aufholen. Die unterhalten sich alle so und wissen halt alle Bescheid. Und es ist wirklich ein bisschen frisch geworden, weil es heute nur 16, 17 Grad. Ich war schon draußen, Heizung ist natürlich aus. Also insofern ziehe ich das doch jetzt lieber über hier. So. Also der Neandertaler, der eben einfach keine Ahnung hat. Und dann
versuche ich halt teilweise dann die Dinge sozusagen mir selbst beizubringen und dann bin ich natürlich umständlich und unhandlich oder nicht virtuos im Umgang damit. Aber dann habe ich halt jetzt ein Video und dann erzählt er, wie das gehen soll, dass man die automatisch bei YouTube reinstellt. Und da habe ich dann natürlich auch versucht, das zu aktivieren, aber jetzt bin ich noch nicht sicher, ob das klappt und so. Und dann sind so viele Optionen und dann das und dann weiß ich nicht, ob ich es schon gespeichert habe oder ich weiß nicht. Also das versuche ich und wird vielleicht auch irgendwann klappen, sodass wir dann praktisch diese perfekte Bindung hätten. Also dass man das vielleicht halt nur noch hier machen könnte, also über Twitch. Aber natürlich laufen diese Videos dann ein bisschen anders, weil ja möglicherweise die Interaktion halt mit euch da stattfindet währenddessen. Es heißt dadurch nicht, dass es weniger interessant sein müsste. Es ist einfach nur halt ein bisschen verlagert oder das eben mal das. Also es kann ja dann auch für einige noch interessanter werden, wenn man sagt, ach, endlich kriege ich das mal, was ich auch gar nicht wissen wollte, sondern was ich mich nie zu fragen traute. So ungefähr. Also werde ich darüber mal aufgeklärt. Das ist halt dann eben einfach ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich muss ja mit meinen Kapazitäten da auch aufpassen. Nur ist es über Twitch halt auch dieser Vorteil, dass man eben dort möglicherweise halt auch den Anbieter unterstützen kann und so weiter. Was wir aber da auch für einen Riesenvorteil hätten, wenn wir dann eben mal so einsteigen und das vielleicht sich halt etabliert, aber die Möglichkeit eben, dass wir tatsächlich da live auch möglicherweise über die Spiele, aber auch über Wetten oder sowas sprechen können und vielleicht sogar welche platzieren können. Und das ist natürlich etwas, was mich da total dran auch fasziniert, wobei ich natürlich, sagen wir mal, dann auch extreme Angst hätte, denn man stellt da irgendwas um und auf einmal läuft alles ganz anders oder so und dann laufen hier irgendwelche Wetten auf und so weiter und dann gehen die halt den Bach runter oder wie auch immer. Also da wäre natürlich so ein bisschen diese Sorge, wenn man, ich bin nicht abergläubisch, wisst ihr ja, das bringt Unglück, ne? Also, also diese wollen wir gerne umschalten, dass ihr das so ein bisschen hier jetzt auch in diesem Erläuterungsvideo sozusagen versteht, auch diese Ankündigung möglicherweise halt verbunden ist damit, also was ich eben sagen wollte, dass ihr mich eben hier findet, dass ihr das jetzt eingeblendet habt über Ref.tire oder ja, ihr könnt es ja sprechen, wie ihr wollt. Ich habe es so gemeint als Ref.tire, ohne das näher erläutern zu wollen. Meine Tochter meinte gleich, glaubst du, da interessiert einen? Nee, okay, interessiert euch nicht. Benutzername bei Twitch, richtig, nein, was wollte ich sagen? Twitch, gestern hieß das dann einer, hätte nicht, könnte nicht und viel Spaß beim Stream und so und er hat gar kein Konto oder so. Und dann habe ich das erst hinterher gesehen und habe ich bloß gesagt, komisch jetzt, also er hört ja vielleicht zu, Mario. Das ist doch frei erstens, außerdem brauchst du kein Konto. Und also ich konnte halt alle Funktionen nutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch andere, keine Ahnung. Also das sind halt alles Dinge, die ich eben nicht weiß, wo ihr mich dann schön auslachen könnt. Aber ich will ja gar nicht Experte für Twitch und nicht für YouTube und für Videos und sonst was sein oder jetzt da mit der Zeit gehen, sondern ich bin eben der Wettopa. Also Opa ist ja da auch drin, was ja jetzt auf das auch bezogen ist. Also zutrifft oder so, dass ich halt Neandertaler, die sind ja noch ein bisschen älter als Opas. Aber dass ich das halt gar nicht so, aber dass ich, als ich das erste Mal gesehen habe, kann ich natürlich auch gerne erzählen, die Geschichte, weil es ja jetzt durch diese Corona-Pause war es eben so, dass man nicht, oder ich habe es jetzt vielleicht schon ganz kurz erzählt, also war, dass man jetzt nicht Fußball machen konnte und so. Und dann habe ich halt mit dem E-Sports angefangen, mich so ein bisschen schon zu beschäftigen. Und dann haben wir eben mehrfach jetzt hier diese Virtual Bundesliga angeschaut und auch sogar gemeinsam, dann haben wir schon ein bisschen Quoten das und berechnet und so ein paar Sachen. Und dann war es das erste Mal, glaube ich, wo dann eben hier mein Partner, sagen wir mal aus München, weiß schon Bescheid, halt dann sagte, na wieso, am besten kannst du es bei Twitch gucken. Und dann habe ich eben das Twitch da aufgerufen und das war, also keine Ahnung, ich wusste halt noch gar nichts. Also dann ist ja schon seit Jahren, dass es das Twitch gibt, aber ich hatte noch gar keine Ahnung. Und dann habe ich eben twitch.tv oder so, oder habe ich Twitch eingetippt, dann kam es gleich, wie auch immer, Twitch. Und dann habe ich Virtual Bundesliga und dann war sofort das Video da. Und
dann konnte ich halt sofort mir diese Spiele angucken und eben live kommentiert alles. Und ob ich jetzt mit hätte chatten können, das weiß ich nicht. Aber erstmal sehe ich halt alles, was ich sehen wollte. Und das war jetzt bloß mein Einstieg. Dann habe ich eben angefangen, mich da auch ein bisschen umzugucken. Und dann dachte ich, Mensch, ist ja interessant. Dann habe ich versucht, die Software. Und dann ging das überhaupt nicht auf meinem Rechner. Und er hat gesagt, Betriebssystem und so. Und dann kam mein Sohn vorbei, mein älterer, und hat mir dann das hier alles eingerichtet, sodass ich überhaupt jetzt Twitch streamen konnte. Aber wichtig ist eben jetzt für euch sozusagen, wer jetzt über diese Videos noch, was eben jetzt auch ein bisschen die Absicht dieses kleinen Extra-Videos ist, dass man eben dann nicht keinen, man muss dann glaube ich ein Konto, nee, wenn man nur zuguckt, muss man nicht mal ein Konto anlegen. Wenn man dann mitchatten will, kann schon sein, ich habe dann halt irgendwann einfach ein Konto gemacht. Natürlich, weil ich dann auch sozusagen diese Fantasie hatte, hier mal zu streamen. Ich dachte, mal sehen, wie das jetzt weitergeht, jetzt gucke ich mal. Und wie gesagt, Ben, mein größerer Junge, hat ja dann auch hier mir alles gleich und dann, warum soll ich das dann nicht machen? Musste halt einen Benutzernamen oder was weiß ich. So, auf jeden Fall habe ich dann auch. Aber das ist ja alles absolut kostenfrei. Also ich meine, das jetzt einfach sich da zu registrieren, wenn man das müsste, dann hat man noch keinen Cent. Ich dachte das natürlich auch im ersten Moment. Da dachte ich, na, wenn ich jetzt hier was mache, dann kommt sofort da, irgendwann komme ich auf die Seite, da steht dann die Rechnung oder so. Ja, bevor Sie weitermachen, erstmal braucht man Ihre Kontodaten oder so. Da hätte ich mich ausgeschaltet, wobei ich dann durchaus, wenn ein Service geboten wird und so weiter, ich verstehe ja, dass das Geschäft von irgendwas muss man ja natürlich letztendlich leben. Jeder, und wenn jetzt hier was Tolles angeboten wird, dann sage ich, naja klar, müssen die auch von irgendwas, dann unterstütze ich es vielleicht. Und vielleicht auch, dass man was bezahlt, bloß dann muss man schon wissen, dass man es langfristig und dass man das wirklich nutzen wird und so weiter. Und dass man eben das genau bekommt, was man auch gerne haben möchte oder so. Und aber das will ich jetzt auch nicht als zusätzliche Werbung für das, dass jeder jetzt da Geld nehmen sollte oder so, sondern also hier muss ein anderes Geschäftsprinzip halt dahinter sein, über was ich jetzt nicht nachdenken muss. Aber wenn ich sage, die Community interessiert sich halt hier für offensichtlich Streamer, die eben, ob sie dann ihr Leben filmen, ihre Spiele oder womit es mal angefangen hat oder halt wetten wie ich jetzt oder wenn sie halt Zuschauer erstmal finden dafür, dann gehen die Dinge ja von selbst, kommen die dann in Schwung und wenn das dann Leute sehen wollen, dann ja, jetzt hier läuft es halt noch vieles auch über diese Geschenke, Donuts oder was weiß ich, wo dann die Streamer unterstützt werden, weil die Zuschauer einfach sagen, ach, sehr schön, was der mir hier anbietet, macht mir Spaß, gucke ich zu und dann fängt man an, da halt irgendwelche Bits zu kaufen. Ich weiß es alles noch nicht so genau, aber ich lese dann immer auch im Chat, dann sagt er, schönen Dank für deine Subscription und für deinen Follow und für das und so weiter, was natürlich bei mir jetzt auch dann in Frage kommt. Gestern waren es ja dann gleich 18 Follows oder 14 meinetwegen, ich weiß jetzt nicht genau, aber es waren halt eine Höchstzahl, war glaube ich 17 Viewer gleichzeitig, was ich natürlich jetzt ja auch noch erwähnen wollte, was dann schon für den Start gut war. Ich hatte gedacht, beim ersten Tag hätte ich nur, also wäre ich mit 10 zufrieden, wenn wir erstmal die finden und dann sind wir auf 17 hochgegangen, naja, bin ich zufrieden, aber es ist natürlich jetzt noch nicht das Verhältnis, wie ich vorher sagte, dass es jetzt 200 wären, aber das könnt ihr jetzt vielleicht noch nicht erwarten, aber wir können ja dann sehen, wenn es klappt mit der Option, mit dem Hochladen, ob dann diese Videos auch geschaut werden, dass dann eben die sagen, na, ich kann doch jetzt nicht immer genau mir meinen Terminkalender da nach seinen Bedürfnissen oder seinen Streams einrichten, aber vielleicht dann halt hinterher was angucken. Das muss ich aber sehen, da muss man dann natürlich auch sehen, wie gehaltvoll das ist, dass es eben dann auch live sozusagen dazu kommt. Und was wollte ich jetzt sagen, das Geschäftsprinzip meinetwegen von Twitch könnte mir egal sein, aber sagen wir, wenn ich jetzt selber halt als Streamer da auch auftrete, könnte ich natürlich sagen, naja, im Ansatz habe ich schon verstanden, dass eben irgendwann da was gekauft wird oder dass man da was investieren muss. Man kann natürlich auch Prime-Abos abschließen oder weiß jetzt nicht, wie es genau heißt und so weiter, wo man dann halt mehr Funktionen zur Verfügung hat und dann aber auch möglicherweise die Streamer halt besser unterstützen kann. Aber das weiß ich jetzt alles auch noch nicht so genau, aber eine Sache weiß ich halt sicher, das ist eben, dass jetzt die sehr Beliebten, die sehr viele Zuschauer haben, dass da das natürlich mit dem Chat dann ein bisschen schwieriger wird und dann haben sie eben, sozusagen richten sie sich auch einen Chat ein für Leute, nur für Premium oder nur für Subscribers, wo sie dann eben sagen, guck mal, ich kann ja nicht jetzt 500 Fragen gleichzeitig hier, das läuft dann auch teilweise da durch, wo die Leute dann, naja klar, fangen die dann an, sich auch untereinander zu unterhalten, weil eben
der Streamer ja gar nicht so viel Fragen beantworten kann. Und das muss man natürlich dann sehen, wie sich das auch, sagen wir mal, in der Zukunft weiterentwickelt. Aber dass man eben erstmal diese Option dann sozusagen hat für die Prime-User oder die Subscribers halt, die Abonnenten, die dann eben auch irgendwas dafür zahlen, dass man da jetzt meinetwegen diesen Chat extra, Chatraum einrichten kann und dass man eben sagen kann, guck mal hier, weil ich kann nicht 500 Leute gleichzeitig, ihr könnt gerne gucken, herzlich willkommen alle, ich begrüße sogar jeden, aber ich kann jetzt nicht da jede Frage beantworten. Dann müsst ihr halt untereinander oder dann macht man natürlich auch Streams, in denen man allgemeine Dinge erklärt, was auch immer. Aber das ist natürlich dann Aufstiegsmöglichkeiten, aber auch jetzt natürlich für euch auch, sagen wir mal, teilweise zum Verständnis oder ich erkläre es mir ja zum Teil halt selber währenddessen. Die Möglichkeiten sind da halt, sagen wir mal ruhig, ziemlich vielfältig, was dann mich natürlich auch sozusagen optimistisch stimmt. Und wenn man jetzt eben fragt, was ich wirklich selber am liebsten mache, weil es ist ja nicht nur, dass ich denke, am liebsten möchte ich nur, dass ihr alle glücklich und reich seid. Klar könnte man sagen, also was sollte ich euch Schlechtes, irgendjemandem Schlechtes wünschen? Im Gegenteil natürlich, wer jetzt zuguckt, der hat alles Glück der Welt verdient. Aber natürlich möchte ich trotzdem halt irgendwo meine eigenen Bedürfnisse halt im Auge behalten und gerne das machen dürfen und können, was mir Spaß macht. Und dann würde ich halt sagen, da wäre mir halt teils so ein Livestream sogar lieber. Das ist eben nicht, dass man jetzt sagt, na, da hast du es leichter oder so, sondern das kommt halt meinen vielleicht Interessen, Fähigkeiten, wie auch immer, da am meisten entgegen. Und bei einer Aufzeichnung, beim Video oder so, da wird man dann eigentlich oftmals gezwungen von diesen Randüberlegungen, dass man halt sagt, ja, jetzt sollte ich das lieber kurz fassen oder macht man nicht so viel darüber oder so. Wie gesagt, wenn man interagiert mit den Zuschauern, dann sieht man natürlich schon, ob sie rausgehen oder da bleiben, ob man jetzt gerade ein interessantes Thema hat oder ob der ganze Stream natürlich interessant ist oder so. Aber man kann natürlich, da haben wir eben auch eine unendliche Vielfalt, die ich euch natürlich auch gleich noch ein bisschen näher bringen möchte. Aber also irgendwo, dass ich dann vielleicht auch, sagen wir mal, mir das Recht erarbeite, dass ich halt das machen kann, was ich am liebsten mache oder so. Und eben nicht alles nur jetzt an euren Bedürfnissen. Kann eben sagen, naja, versuch mal abzustimmen. Und klar würde man dann sagen, naja, bevor du machst immer das, was du willst und hast 3 Zuschauer oder du könntest immer machen, was die Leute gerne hören, dann hast du 5.000. Okay, also ihr versteht schon, das ist natürlich da immer muss man ja irgendwo abwägen, ich will es natürlich euch unterhaltsam gestalten, ne? Aber dann geht es damit auch teilweise um ein Format. Ich sage, das Format ist mir aber angenehmer und dann natürlich muss die Frequenz, die Zuschauerfrequenz auch irgendwo da in Einklang geraten. Also, dass es halt genutzt wird und dass man da ein gesundes Verhältnis halt hinbekommt. Und eben nicht alle sind auf einmal weg und ich mache aber nur noch das, was mir Spaß macht. Es kann also nicht mein Ziel sein. Jetzt bezüglich der Möglichkeiten, die wir haben. Also, der erste Stream habe ich euch gestern, habe ich gesagt, und die jetzt vielleicht dabei waren, habe ich da alles mitgekriegt, aber es ist halt dann doch noch die Minderheit. Ich finde halt einen Erfolg und wir haben eben ein paar Dinge gemacht, die, sagen wir mal, ein bisschen abweichend, aber vielleicht auch eine gewisse Verwandtschaft. Und da könnte ich natürlich jetzt sagen, naja Mensch, eigentlich hätte ich doch das gewollt und hatte ich so eine Art von Fahrplan, dann wird man durch Fragen oder sowas ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt, dann geht man auf etwas sehr intensiv plötzlich ein und verliert vielleicht das, was man ursprünglich anvisiert hatte, ein bisschen aus den Augen. Heißt aber eben nicht, dass es dann langweilig war, wie denn sozusagen die aktive Beteiligung mir natürlich auch gezeigt hat, wo dann eben immer ein Input kam. Kann aber auch sein, eben, dass es dadurch nicht mehr geworden sind. Was weiß ich, das ist ja jetzt wahnsinnig schwer natürlich da zu vergleichen. Aber wenn ich das mal kurz erwähnen dürfte jetzt hier, oder das ist halt für die, die dabei waren, sagen dann, aha, jetzt verstehe ich. Und die, die nicht dabei waren, sagen, aha, das ist also die Richtung oder auch die neuen Aufgaben, denen ich mich dann stellen muss. Ich sage, ich wollte eigentlich am liebsten nur alle Bundesligaspiele einmal jetzt durchsprechen.
Und eben in dem Sinne, ich sage die Besondersituation des 33. Spieltags, so 33. Spieltags, so ein bisschen, oder dieser letzten Spieltage oder so. Und dann meinetwegen Spiel für Spiel und was ich so darüber denke. Und wir sind dann mehr oder weniger eigentlich nur bis Spiel 2 oder 3 vielleicht gekommen, Mainz gegen Werder Bremen. Und dann haben wir fast nur über dieses Spiel, aber da könntest du sagen, ja, das warst doch du hast nur darüber erzählt oder so. Aber wenn man manchmal so ein Spiel ganz genau analysiert und jede Kleinigkeit halt bedenkt, ob der Trainer jetzt diese Wahrscheinlichkeiten berechnet oder ob er dann sagt, ein Unentschieden würde, auch im Notfall oder so für Werder Bremen und abhängig vom Nebenergebnis. Und also da kann man dann so ins Detail gehen, auch bei einem Spiel, und eben diese Fragestellung jetzt meinetwegen, ob die Trainer von allen Parteien sozusagen da auch eine mathematische Chancenberechnung zum Teil sogar vornehmen, was dann wieder sich sozusagen auf die Taktik sogar auswirken kann. Und das ist eben jetzt, wenn ich die Überlegung jetzt, ob Werder im Notfall auch mit einem Remis irgendwie leben könnte, abhängig halt davon, wie Düsseldorf gegen Augsburg spielt oder so, dann wird einem vielleicht erstmal klar, also sie könnten halt auf Platz 16 dann möglicherweise spielen, in Anführungszeichen, oder halt diese, die Taube auf dem Dach jagen und nicht die Stumme ins Bett, also die den Spatz in der Hand. Diese Überlegung, und da kann man eben dann wirklich sehr, sehr ausgiebig drüber sprechen. Jetzt will ich es aber nicht nochmal machen, sondern nur mal so einen Aspekt anschneiden. Und dann bleibt man da. Und dann habe ich halt, weil eine Anfrage kam, habe ich halt diese ganzen österreichischen Spieler einmal durchgesprochen, weil dann einer halt fragte, und was ist mit Österreich so ungefähr, oder warum war da noch nichts oder so. Und dann habe ich die Spieler halt mal durchgesprochen. Das war aber auch dann, kam nach meiner Auffassung ganz gut an. Aber da hat man jetzt eben sozusagen diese beliebige Bandbreite. Klar würde ich dann sagen, nächste Mal vielleicht doch ein bisschen im Fahrplan bleiben oder so. Ne? Da muss man sich natürlich auch an ein paar Dinge vielleicht dann halten und dann ein paar Sachen orientieren. Wird alles natürlich von der Frequenz ein bisschen mitbestimmt sein, die eben dann da ist. Also sprich, wenn jetzt Leute rausgehen oder so, dann sagt man vielleicht, oh, jetzt habe ich die vielleicht verjagt, hätte ich hier was anders machen sollen. Jedenfalls kommen wir jetzt nicht ganz dazu, aber was halt stattgefunden hat, war gut aus meiner Sicht und unterhaltsam. Und die soll es ja hier eben nicht so lang werden, sondern sollte halt nur diese Ankündigung werden, dass ich das eben euch jetzt sozusagen ein bisschen auch zurate und nahelege, halt dann eben bei Twitch da reinzuschauen und eben auch für heute Nachmittag. Und das war sozusagen jetzt die Ankündigung, jetzt kann ich davon nicht mehr weg, glaube ich, oder würde ich. Ich habe jetzt eben 15 Uhr, weil es gestern auch 15 Uhr war. Wir haben halt 2 Stunden durchgehalten. Also ich oder ihr, oder also ich könnte manchmal auch länger, aber das muss man jetzt nochmal sehen. Also inwieweit, da ist natürlich genauso das Gleiche wie das Feedback. Wie lange willst du denn machen? Oder so kommt dann irgendwann, natürlich würde jeder jetzt sagen, irgendwann muss ich auch was anderes machen. Es gibt da auch Streamer, habe ich jetzt schon gesehen, die manchmal ein Special, Special, Special machen. Dann sagen sie, da streame ich 12 Stunden hintereinander. Keine Ahnung, was der Sinn der Sache ist. Aber wenn man auf solche Sachen dann stößt, wenn man sich halt ein bisschen da umguckt, dann sagt man, wie soll das jetzt, ich freue mich, aber Paulsen 12 Stunden hintereinander, keine Ahnung. Also, oder dass dann einer sagt, jetzt war ich aber 6 Stunden mal weg. Bisschen musste ich mal schlafen, du bist ja immer noch hier. Was war denn in der Zeit oder so? Eben von daher würde ich eben sagen, über das Twitch haben wir jetzt halt auch die Chance, sagen wir mal, da Themen manchmal in der Tiefe zu behandeln und manchmal eben auch wieder darauf zurückzukommen und dann eben für die Neuen, die dann halt mal doch die gleiche Fragen wieder haben, dass man die dann nochmal und vielleicht ein bisschen tiefer, ein bisschen anders oder auch von der Community mit beantworten oder so, ne, dass dann halt im Chat das einfach, schau mal da rein, da ist alles erklärt oder so. Klar würde ich jetzt auch gerne über die Homepage oder wie auch immer, dass ich dann immer darauf verweisen kann. Und dann guckt man da rein und da findet dann eine Erklärung dazu oder sowas, wenn wir alles hinkriegen. Oder vor allen Dingen, wenn ihr dann eben schön fleißig auch nachfragt und euch dann natürlich beteiligt. Und sagen wir mal, also dumme Fragen gibt es ja eben nicht, sondern wenn überhaupt, die sind die Antworten dumm.
Aber natürlich glaube ich auch an das nicht. Man kann vielleicht auch dumm fragen. Also, aber das, ihr kennt das Sprichwort oder wie auch immer. Jedenfalls geht es hier darum, auf welchem Niveau natürlich manchmal gefragt wird. Und ich glaube eben, dass es halt ein bisschen, müsst ihr euch mal an eure Schulzeit zurückerinnern, dass eigentlich die Fragen hat meist der Einzige gestellt, der alles verstanden hat. Also würde ich sagen. Also so der Klassenprimus oder der Beste in dem Fach oder wie, der hat halt gefragt als Einziger. Weil er ganz genau wusste, wenn er die Frage stellt, also wenn er was nicht verstanden hat, dann kann es ja kein anderer verstanden haben. Also muss er fragen. Während die anderen würden immer sagen, oh, ich habe nichts verstanden, aber wahrscheinlich haben es die anderen oder so. Also, diesen Effekt, erinnert euch daran oder versucht das nachzuvollziehen, so wie ich es beschreibe. Der schlechteste Schüler würde nie fragen, weil er immer denken würde, ich bin natürlich wie immer der Einzige, der es nicht verstanden hat. Und der Beste würde immer fragen, wenn er was nicht versteht. Diese Logik, das ist ja so widersinnig. Und die Lehrer wissen es ja anscheinend auch nicht mal oder denkt mal drüber nach. Es ist eben total widersinnig. Der Einzige, der alles versteht, der kann fragen, als Einziger. Der muss fragen, weil er sicher sein kann, wenn er es nicht verstanden hat. So, und das will ich euch bloß sozusagen dann austreiben. Also vergesst es, wie es in der Schule war. Heute seid ihr erwachsen, die meisten. Mein Junge hat vorhin gesagt, dein Content ist Müll, das will keiner wissen oder so. Und da habe ich gesagt, naja, wenn die Leute wüssten, dass man Geld verdienen kann oder ihr auch, dann würdet ihr da vielleicht auch ein bisschen anders das sehen. Vor allen Dingen haben sie mich ja schon gefragt hier, die haben natürlich auch schon Wettzettel und das und dann fragen sie mich oder naja, was auch immer. Trotzdem ist der Zugang jetzt nicht gegeben, aber das spielt ja auch keine Rolle, oder nicht in dem Zusammenhang jetzt. Also Fragen stellen. Also ich würde sagen, immer, jeder sollte fragen, weil es halt kurios ist, wenn keiner die Frage stellt, heißt es absolut nicht, dass es jeder verstanden hat. Im Gegenteil. Also, wenn man selbst eine Frage hat, muss man davon ausgehen, dass sie andere auch haben. Und einziger Effekt könnte halt sein, dass ein anderer sie schon hatte. Also sprich, dass man jetzt halt zu einem Zeitpunkt kommt, wo da ist man schon weiter. Habe ich auch x-mal gesehen bei Twitch, dass halt, also wenn ich einen Stream verfolgt habe, eine Weile, und dann sehe ich eben, ach, der fragt auch das, ne? Der Nächste fragt auch das. Ach so, wie waren jetzt, ach so, das. Und der antwortet dann immer brav, oder manchmal vielleicht auch nicht, weil er gar nicht die Zeit hat, aber weil er was anderes gerade... Aber er würde natürlich immer gerne antworten. Bloß Fakt ist, er muss immer die gleiche Antwort geben. Aber die Community findet sich ja auch damit ab, weil jeder dann sagt, naja, ist ja normal, ich komme ja auch manchmal neu rein, dann weiß ich es halt nicht, dann frage ich eben. Also hier ist es noch mehr willkommen und selbstverständlich und man kann sich da nicht blamieren. Das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, viele fragen eben nicht. Also wir zurück zu dem Beispiel von der Schulbank oder so. Wenn ich jetzt oder so und ich bin der Einzige, der keine Ahnung hat. Und das ist sowieso nicht gegeben und ich könnte viel eher sagen, bitte frag doch das, weil es sehr gut möglich ist, dass es keiner weiß. Und wenn es einer wüsste, dann wäre es eben immer noch lange nicht oder weit davon entfernt, unangenehm zu sein, zu fragen. Also weil es einfach, und das fand ich halt eben sehr gut gestern, nur deswegen kam ich darauf natürlich und habe dieses Beispiel jetzt und dann habe ich das da auch ein bisschen im Stream ausgeführt, aber nicht so wie jetzt, aber wo dann eben diese Frage kam, und für die ich halt sehr dankbar war, die war ja super. Dadurch sind wir auch drauf gekommen. Aber ob es jetzt mehr, eher, ob ich raten würde, Werder auf Sieg zu spielen oder auf X2 oder verliert nicht oder asiatisch plus ein Viertel. Also da gibt es ja nun alle Möglichkeiten. Ihr kennt das ja vielleicht oder ja, jetzt nehme ich schon wieder ein Wissen voraus, was eben vielleicht bei manchen dann doch nicht gegeben ist und wo ich dann die Frage unterdrücke, wenn ich so sage, na, das weiß ja nun jeder. Ja, vielleicht weiß es ja gar nicht jeder, im Gegenteil. Und natürlich muss ich irgendwo immer ansetzen. Ich kann jetzt nicht sagen, warte mal, 1 und 1 ist 2, Adam Riese, müssen wir nochmal zurückgehen. Also dann mit jeder Erklärung. Das wäre ja auf jedes Fachgebiet bezogen, wo man dann sagt, na, irgendwo muss natürlich ein Bezug da sein und halt ein Vorverständnis. Aber
Also, vielleicht weiß das eben nicht jeder, also dass es aber die Wettmöglichkeiten, die verschiedenen Märkte und so weiter alles gibt und dass eben, sagen wir mal, der europäische Markt, aber das ist eben jetzt auch ein bisschen neu, also der europäische Markt halt mit 1x2 vielleicht ein bisschen gegen den asiatischen steht, aber dass alles seine Berechtigung hat, auch jetzt diese Kombinationsmöglichkeiten hier und aber dass da eben dieses X2-Spielen sozusagen auch eine Art von asiatisches Handicap spielen, bestimmtes Handicap und plus ein Viertel, da gibt es eben die Viertel-Lines am asiatischen Markt oder so. Aber dass eben sozusagen alle, wir dann bei allem vorbeikommen, was halt hier auch relevant ist und was eben, wiederhole ich auch nochmal, indem ich eben auf das Prinzip der Wiederholung verweise, wo ich eben sage, guck mal, eine Wiederholung ist nicht etwa, jetzt wird es aber langweilig, oder sonst was, sondern jetzt habe ich das richtig verstanden. Also auch für jeden Eingefleischten. Und insofern sage ich auch manchmal, für mich selber manchmal, das zu rekapitulieren, wenn ich jetzt eine Formel oder sowas auch kenne oder selbst sogar entworfen habe und dann gucke ich mir das nochmal an, dann versuche ich nochmal alles durchzudenken, dann denke ich, jetzt habe ich das richtig verstanden. Und mit meinen Brüdern habe ich eben schon, nur um das Beispiel vielleicht noch zu vervollständigen oder so, dass wir halt schon früher immer gesagt haben und von unserem Vater in diesem Sinne auch ein bisschen verwöhnt wurden, dass er eben alles so erklären konnte. Er war dann eben auch Lehrer oder aber schon ein besonderer Lehrer vielleicht, also Schulleiter, aber was auch immer. Aber dass er diese Eigenschaft eben hatte, einem alles wirklich zu erklären zu können. Und da hatte man dann, sagte man eben, na jetzt versuche ich es mal dir zu erklären oder und dass man eben feststellte, dass man kann stundenlang darauf gucken und immer, mein Vater erklärte was und sagt man, ja, habe ich verstanden, ja klar, habe ich verstanden. Na, wenn du alles verstanden hast, dann erklär du mir mal genau das. Und das ist ja sozusagen die Rolle, wenn man dann auch, was ich auch gemacht habe, dann Nachhilfe oder so in einem Fach zu geben, wo man jetzt, naja, sicher habe ich es verstanden, aber wenn man jetzt raufguckt und merkt, oh, jetzt muss ich es dem aber erklären, naja, jetzt muss ich es nochmal irgendwie ein bisschen anders verstehen. Nur, dass es eben auch vom Verständnis her sozusagen immer neue Sprünge sozusagen gibt, selbst von Dingen, die man eben verstanden hat. Und dann kann man da auch sich da noch weiterentwickeln und eben diese Stufe jetzt selbst erklären zu können, ist immer noch nicht die ultimative, weil jetzt kann man noch sagen, dann gibt es noch die Stufe, jetzt forsche ich selber weiter, wie man das vielleicht noch, also auf dem Gebiet oder wie man dann... Ich musste jetzt auch wieder Winkelfunktionen und sowas alles. Und dann muss man natürlich auch alles trotzdem nochmal durchgehen. Und selbst wenn man jetzt sagt, na klar, weiß ich Winkelfunktionen oder was auch immer. Und dann aber, naja, jetzt erklär mal alles. Also jetzt musst du es mal erklären. Klar, könnte ich jetzt sagen, Mathe, dann geht's schon. Aber wenn es halt, also okay, trotzdem dieses Prinzip. Und bitte also fragt und fragt und fragt mir Löcher in den Bauch oder... weil das einfach, wir kommen zu ganz spannenden Dingen. Und jetzt schließe ich das noch ab mit dem, was ich vielleicht und was ich euch jetzt nur als Möglichkeiten anbiete. Oder hier, was wir auf dem Twitch, was wir da jetzt für, ja, und ich bin dann halt auch gespannt und jeder würde sagen, naja, wenn man irgendwas lange Zeit macht, dann sucht man sowieso immer irgendwann nach dem Pep, wie kann es denn jetzt noch besser werden, in welche Richtung kann es sich weiterentwickeln oder so. Und da würde ich jetzt sagen, da war die Zeit noch nicht lang genug, dass mir was langweilig werden würde und auch nicht euch, denke ich. Aber das würde halt immer so sein und wenn eine Quizshow 3 Jahre lang erfolgreich läuft, dann würden sie trotzdem nach dem 3. Jahr sagen, jetzt machen wir mal ein neues Format. Und also diesen Ausblick geben, ich meine, ich fand es super gestern und jetzt habt ihr wieder meine Assoziationssprünge. Und so, aber da war halt Pilawa, diese Rateshow da mit dem Quizgipfel da, ich weiß nicht ganz, nicht mal genau, wie es heißt, aber diese, der Olymp gegen die Kandidaten, die waren alle fantastisch, also überragend, unglaublich und ich sagte immer, okay, weiß ich nicht, aber man soll ja eigentlich mitdenken und mitraten und sage ich immer, naja, wenn es halt so speziell ist oder so, aber dann haben die immer gute Erklärungen abgegeben und dann sind sie auch meistens drauf gekommen und so, aber dann halt das Mädchen, also die Luisa und so, und also fantastisch, merkt man im ersten Moment, dass sie da alles drauf hat. Aber dann kam halt diese, wer es vielleicht gesehen hat oder so, dann kam halt von welcher Gruppe stammt diese Textzeile, so ungefähr war es halt. Dann war halt eine Textzeile angegeben aus einem Lied und dann musste man eben erraten, welche Gruppe das war.
Und dann stand eben eine Antwortmöglichkeit, also ich weiß die anderen nicht mehr, man merkt sich meistens nur die richtige, aber da ich euch die Textzeile auch nicht, könntet ihr jetzt halt auch gar nicht miträtseln, weil man die ja dazu wissen müsste. Aber entscheidend ist ja, dass da steht, von den Ärzten. Also da war dann eben, diese Textzeile ist von den Ärzten. Und dann hat eben diese Luisa, ich weiß wirklich jetzt auch nicht mal ganz den Namen, aber erkennen würde ich sie sofort, weil es alles perfekt, Haare hier, Dings und so weiter, Optik. Also ich meine, dass sie ARD dann auch immer darauf achten, darauf achte ich jetzt, dass sie das so halt, ja, muss gut aussehen, sonst kommst du nicht rein hier. Intelligenz, eine Sache, aber gut aussehen muss auch erstmal. So, also alles natürlich so sexistisch, weil ich eben sage, wie kann das gerade bei der ARD? Aber, bitteschön, es ist so. Und sieht gut aus, bitte, ich bin total einverstanden und man freut sich halt, wenn man sie auch sieht. Aber dann eben auch, dass ich mich auf die Antworten freue oder was sie dann dabei zu tragen hat und man ist dann halt begeistert, bin ich dann halt. Und dann sagte sie, also Kandidat und Olymp haben beide das Richtige eingeloggt, was ich also auch nicht gewusst hätte. Also ich denke dann mit und denke, weiß ich nicht, kenne ich nicht mal die Band oder was weiß ich oder was dann manchmal bei mir halt an rudimentärem Wissen. Aber jetzt kommt sie eben und sagt genau so, wie ich es auch und manchmal meinen Kindern halt gesagt habe, wenn der Lehrer so fragt, dann antworte ich gar nicht, weil die richtige Antwort ist nicht dabei oder was er hören will, es funktioniert eben nicht. Ja? Und da stand eben von den Ärzten. Und dann sagte sie aber, wenn ich spitzfindig wäre, würde ich sagen, die Antwort ist falsch. Und warum? Also auch die Antwort ist falsch. Also sie gibt eben gar keine Antwort, weil eben die richtige Antwort ist nicht dabei. Und warum? Weil eben die Gruppe heißt die Ärzte, also ist das Stück von die Ärzte. Dass sie das, die können wir halt nicht deklinieren, sagte sie jetzt. Was natürlich absolut auch stimmt. Ne? Bloß sie hätte, wenn ich spitzfindig wäre, dann würde ich, aber ich bin es ja nicht. Ne? Also natürlich hat sie absolut recht und die Antwort und die Erklärung auch absolut perfekt, dass sie es trotzdem eingeloggt hat, ist eben dann aber nicht ohne, dass diese kleine Spitze an die ARD loszuwerden. Und natürlich, vielleicht kann man auch sagen, ein bisschen mit dem, mit ihrer Intelligenz dann auch mal so in Erscheinung zu treten. Aber da ist natürlich für mich dann immer die Frage, wenn man so eine Antwort hört, ob dann die Leute nicht wirklich das sagen mit dem Spitzfindig. Also das, sagen wir mal so, dass man halt auch manchmal diese Erfahrung, ja, du bist ja nicht, oder so, ne? Und also, dass man dann halt sozusagen einen schlechten Ruf davon wegbekommt, weil man eben immer irgendwie da was richtig stellen möchte oder nee, so ist es aber nicht, nö, das stimmt nicht, was du sagst. Oder so, ne? Klugscheißer und sowas. Und trotzdem wollte ich auf die Möglichkeiten noch eingehen. Also unabhängig jetzt, wie ihr darüber denkt oder das dann empfindet, oder ich erzähle jetzt einfach die kleine Geschichte und nutze alles hier, alle meine Möglichkeiten, auch euch zu langweilen. Die Möglichkeiten, und jetzt habe ich halt heute so gedacht, na klar können wir auch die Spiele durchsprechen, wir können auch wieder uns einfach treiben lassen, mal sehen, was rauskommt. Ich bedauere jetzt ein bisschen, dass ich 15 Uhr gesagt hatte, weil sonst hätte ich gesagt 14 Uhr. Dann könnte man eben sagen, wir machen 15.30 Uhr zu Beginn Schluss oder wir machen halt bis 16 Uhr, dann laufen die Spiele zwar, dann kann man mal ganz kurz reingucken. Und ich werde auch jetzt, das verspreche ich sozusagen, dass ich mich jetzt wenigstens eine halbe Stunde vorher dann anmelde, also sage ich jetzt euch zu. Und dann vielleicht halt sogar eine Stunde vorher, dass ich dann eben einfach online gehe. Und dann sage ich, ja, jetzt könnte jeder sich beschweren, du hast doch gesagt 15 Uhr, jetzt habe ich das alles verpasst und hätte mich so brennend interessiert oder so. Aber irgendwo muss man vielleicht immer Kompromisse und dann sage ich auch jedem, der dazukommt oder so, erzähle ich gerne nochmal oder wie auch immer. Damit müssten sich dann die vielleicht schon früher da sind, abfinden. Aber die perfekte Einteilung wäre halt 14 bis 16 Uhr, 15 bis 17 Uhr. Jetzt hätten wir halt praktisch den kompletten Spieltag gefüllt, wo ich dann sage, naja, eigentlich möchte ich jetzt gerne gucken. Vielleicht guckt man dann auch immer rüber, macht sogar vielleicht den Ton an oder weiß ich jetzt nicht. Da können wir jetzt nachher uns natürlich auch absprechen, dass ihr dann sagt, naja, bitteschön, dann gehen wir jetzt raus, machen wir schon nachher oder wir machen es halt kürzer und dafür morgen, wo dann natürlich auch zweite Liga spielt, aber auch zur gleichen Zeit. Aber dann würde ich halt sagen 14 Uhr,
dann geht, wisst ihr jetzt schon Bescheid, hier auch mit dem Zeitplan kann man sich alles einstellen bei YouTube, dass die Leute halt Bescheid wissen, was ich ja total akzeptiere. Und gerade wenn man natürlich sich was aufbauen will, dann ist man schon ein bisschen darauf angewiesen, halt im Zeitplan zu bleiben. Plus jetzt dieser Ausblick nochmal und habe mich jetzt vielleicht immer noch nicht gegeben, wir haben die unendliche Vielfalt. Jetzt hatte ich eben daran gedacht, sodass wir tatsächlich live irgendwas wetten könnten. Also ich meine, ich habe totale Respekt davor oder da jetzt irgendwas Format oder so, aber ich kann das eben auch mit meinen Tools dann sogar, könnte ich live was ausrechnen, dass wir halt mal gucken und dass ihr da so ein bisschen was von kennenlernt. Und natürlich auch jetzt sagen wir mal so ein bisschen diese, da wäre das zu spielen und so und hört sich doch gut an, machen wir und so und dann eben gucken, was rauskommt. Aber natürlich, also jetzt habe ich euch die Einschränkung schon gesagt, wir gucken mal. Aber das ist halt so eine Möglichkeit. Natürlich kann man eben das auch also weltweit ausbauen. Also wie soll ich sagen, also das ist ja ein Konzept, was sozusagen, also da, ich meine, klar müssen wir ein kleines bisschen noch, nur noch Erfolg haben, dann haben wir es schon. Aber wenn das eben liefe, dann würde ich mal sagen, naja, ihr versteht schon, dann bin ich der Twitch-König. Naja, ich meine, das, was ich halt auch meinen Kindern, mein Junge hat besucht, der Jüngere, und dann von einem anderen Kumpel, der eben, die machen tolle Sachen, jetzt hat mir richtig Spaß gemacht, so ein Quizspiel auch da online oder so. Aber wenn ich sage, naja, wenn er wüsste, mit Geld verdienen und so, da würden sie eben sofort alles stehen und liegen lassen. Wie, was, kann ich hier oder so, ne? Aber diese Verlässlichkeit und was auch immer, ne? Auch diese Swings dann in Kauf zu nehmen und dann wieder klarzukommen mit einer Verlustphase und sonst was. Also sind natürlich tausende von Dingen, die einen davon auch abraten könnten. Aber wenn es immer wäre, sozusagen klar, ein bisschen Geld verdienen nebenbei, naja, das macht doch jeder. Also, totale Fantasie, Zukunftsausblick oder so, aber das wäre halt so eine Möglichkeit und da würde ich natürlich auch euer Feedback, aber das denke ich mal, können wir nachher im Stream auch klären, dass da garantiert halt eine Begeisterung wäre, bloß da wäre halt auch meine Skepsis gegeben, aber das haben wir jetzt alles schon durchgesprochen. Jetzt wollte ich bloß noch ein Thema sagen, was mir jetzt heute so durch den Kopf geht und ich mache dann immer morgens meine Radtour und jetzt lernt er halt immer mehr von meiner Persönlichkeit kennen, was mich auch absolut nicht stört oder ich sage ja immer, ich würde auch meine Kontodaten und meine Passwörter mir aufs T-Shirt oder auf die Stirn tätowieren lassen. PIN-Code da von meiner Geheimkarte, von meiner EC-Karte oder so, weil ich das alles so blödsinnig finde. Aber das ist halt auch wieder eine Facette meiner Persönlichkeit. Aber da ich ja meine Radtour mache und das sozusagen jetzt jeden Morgen mache und natürlich mache ich das schon viele Jahre, also halt, da ich jetzt sage, Radfahren ist dann eben mein Sport in Anführungszeichen. Ich mache noch ein paar kleine andere Dinge, aber das Radfahren war, hat dann immer diese Funktion gehabt. Man kann sagen, ja, früher war es eben das Joggen oder auch das Joggen oder so. Und mache ich halt jetzt nicht mehr, war auch ein bisschen Rücken und so. Fahrradfahren ist für den Rücken perfekt. Und also das meinem Rücken sogar, wenn ich einen Hexenschuss habe oder so und 61, dann hat man alle möglichen Beschwerden immer wieder. Weiß nicht, wer von euch da mitreden kann, gar keiner. Also, dann hat man halt diesen Hexenschuss und dann quäle ich mich noch auf mein Fahrrad und schwinge halt irgendwie das Bein rüber, was ich dann schon gar nicht mehr hinkriege, richtig. Dann muss ich das Fahrrad so querlegen und so weiter. Also, und dann halt irgendwie rauf. Und wenn ich aber drauf sitze, dann merke ich nichts mehr. Also ja, manchmal ist halt auch, dass man dann noch ein bisschen Schmerzen hat, aber das ist eben, sagen wir mal, die reine Wohltat gegenüber dem sonst. Und so, und da mache ich meine Radtour und dann... Das ist also perfekt, ich weiß nicht, also das ist beim Joggen auch nicht so, wobei ich das früher konnte, also wenn man jetzt mit 30 Jahren oder so joggen geht, dann würde ich sagen, ist es eine Bewegungsart, mit der man eben entspannt und natürlich haben die immer gesagt auch, also habe ich jetzt auch manchmal hier mit Leuten, wenn ich Fahrrad fahre, dann spreche ich mit jemandem, der neben mir joggt und ich fahre sein Tempo dann mit oder so und lerne da Leute kennen, weil ich sie einfach anspreche und die sind natürlich alleine dann. Dann sage ich immer, na, ich hoffe, es stört sie nicht. Und sie wissen ja, richtige Jogger-Tempo ist das, wo man sich eben unterhalten kann. Und natürlich nehme ich dann auch welche, die eben nicht jetzt und so, sondern wo man schon gleich sieht, der hat das richtige Schrittfrequenz und das und also durchtrainiert, dass er eben sich unterhalten kann. Und dann kommt es halt manchmal zum Gespräch, weil ich dann so dreist bin, die einfach anspreche. Und dann sagen die natürlich, die meisten sind halt dankbar, weil sie einfach sagen, guck mal, ein bisschen joggen und dabei kann man eben entspannt ein bisschen plaudern, weil sie es halt können, weil sie nicht
So, sondern, also, und dann kommt es halt zum Gespräch und da geht es eben. Und bei mir ist es halt beim Radfahren jetzt einfach optimal, wo man einfach sozusagen die bisschen Bewegung ist eben nicht so, dass man eben da komplett und nur noch hechelt oder sonst was, sondern eben einfach schön entspannt fährt. Und dann eben diese tatsächlich, was ich natürlich jedem raten kann, aber was ja jeder von euch auch kennt und schon gemacht hat, dass dann eben die Gedanken so schön frei sind und man da wirklich ganz andere, auf neue Ideen immer kommt. Und da geht mir halt dann immer alles durch den Kopf, auch jede Stream, das, jeden Satz, den ich sage, manchmal halte ich an, sogar mache mir eine kurze Notiz. Ich denke, genau so muss ich das nachher sagen. Aber eben auch sonst Ideen, alles, was mir halt da worüber ich halt nachdenke. Und da war eben jetzt heute so, wo ich dachte, Mensch, das Thema Wettbetrug. Und weil jetzt eben gestern dann auch, und jetzt habe ich da wieder meinetwegen Anknüpf kommen, wie bist du darauf gekommen und so, dann denke ich, naja, ganz genau, weil eben einer, naja gut, den Namen weiß ich jetzt nicht, vielleicht hört er hier zu und ist auch nachher wieder dabei und würde mich natürlich freuen. Man merkt eben sofort, der Mann kennt sich aus, das sage ich überhaupt nicht. Bloß wenn jetzt mal, sagen wir mal, eine Terminologie kommt, die eben die anderen so nicht so oder so, ne, dann, naja, Moment, wie weit dann das, wie meint dann das und so weiter. Und dann ging es halt offensichtlich, was er halt meinte, war so Wettbetrug halt, dass da irgendwo betrogen wird oder so. Und musste ich dann erstmal deuten, weil diese, ja, man konnte es nicht auf den ersten Blick da verstehen, im Kommentar. Aber es hat mich dann eben auf den Gedanken gebracht, dass ich dachte, guck mal, das war schon immer so ein spannendes Thema. Ich brauche nur zu sagen, Wettbetrug, zack, und kann ich ein Video machen, vielleicht mache ich es ja auch, wo ich jetzt sage, steht Wettbetrug und dann klick, 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 klick. Also da können wir richtig Klicks rausholen. Aber natürlich habe ich immer meine Geschichten dazu, Anekdoten, das und die natürlich Ereignisse, die auch waren. Und wenn wir jetzt nur mal sagen, Dänemark, Schweden, wer weiß es nicht mehr, das 2:2, die Antworten da, das, der Wettmarkt, alles. Also da hätten wir sofort eine also sendungsfüllende, ein Thema. Nicht mit Betrug, sondern allein mit diesem 2:2 zwischen Schweden und Dänemark. Morten Olsen und seine Aussagen und also alles Mögliche. Und da glaube ich eben so, und jetzt wollte ich euch diesen Ausblick nochmal geben, und klar können wir nachher auch einfach, und dann sagen wir mal, was ist mit Wettbetrug oder so. Und das war ja gestern halt auch, wo es dann eben, sagen so, wo ich so zweimal dann zwei Sätze dazu halt auch geschrieben habe, was er meint und was ich darüber denke und so. Und dann haben wir auch Halbzeit-Endstand-Wetten hier gesehen, wo ich halt dann sage, guck mal, mein Computer rechnet das auch aus und vielleicht wusste es noch keiner und so. Dadurch sind wir darauf gekommen überhaupt und so kommt man dann bei diesem und jenem vorbei, zufällig und hoffentlich natürlich und in Abstimmung sozusagen auch mit der Community, mit den Zuschauern, dass man eben das Thema einfach anschneidet, jemand, und dann das einfach ausdiskutiert werden kann und dass man einfach zu allem da was Spannendes gibt und das eben von euren Fragen und von allem mit dirigiert werden kann. Und jetzt bin ich auch raus und habe es natürlich erneut viel zu lange gemacht, aber eigentlich finde ich, war es ganz interessant und guck's mir nachher an und sage dann, oh weia, du Quatschkopf, was hast du denn da wieder verzeiht?